das Leid all jener, die in Agrimots Inferno gefoltert werden, ist so grauenvoll, wie es erhaben ist. Jede Stimme ist ein Instrument und gemeinsam ergeben Hunderte von Tausenden von Seelen eine wundersame Symphonie. Prachtvoll und furchtbar hallt sie durch die Welten. Wie ein schrecklicher Sturm schön anzuschauen sein kann, so ist auch das Leid eine ungezügelte Naturgewalt, die faszinieren kann. Werden Seelen wieder und wieder zerfleischt, gebrochen, verstümmelt und zertrümmert, so wird diese Erfahrung selbst zu einem Kunstwerk, erschaffen in religiös-fanatischer Hingabe. Diese spirituelle Energie nährt die Kreaturen Infernos. Agrimot fängt mit seinen Händen die Seelen auf, die wie Regen herabfallen, und trinkt sie wie Opferwein. Er gestattet seinen dämonischen Schmiedemeister, ihm in seiner Völlerei Gesellschaft zu leisten, wodurch sie an Macht gewinnen und ihren Einfluss stetig ausweiten können. Wenn nur noch Apathie zurückbleibt, wenn sämtliche Erinnerungen, Sorgen, Gedanken, Ambitionen, Fantasien und Träume fortgerissen wurden und unsere Seelen vollständig bereinigt worden sind, erlangen wir endlich unsere Freiheit. Wir haben unseren Peinigern nichts mehr zu geben. Und unserem Leid fehlt fortan die Bedeutung. Solchen leeren, zerrütteten Seelen wird häufig gestattet, orientierungslos und einsam durch Inferno zu pilgern, bevor sie schließlich ihren Weg in die Seelenmühle finden, wo sie dankbar zermalmt werden. Sulamin öffnet die Tür zu Serpentilios Alchemistenstube. In dir weht ein beißender Geruch und ein gutes bisschen braunschwarzer Dampf entgegen, als du von irgendwo drin die Stimme des alternden Magiers, erst wohl gerade Alchemisten, hörst, der bis zu den Ellenbogen in zwei Lederhandschuhen steckt. Wer ihr seid, mach das zu, mach das zu! Natürlich. Verzeiht, die allerbezauberndste Sulamin. Möchtet ihr wohl das hier halten? Lasst mich erstmal das abstellen. Keine Zeit, schnell! Ja, doch. Danke sehr. Was tut überhaupt Mira hier? Nun, ich brauchte einige ihrer Haare. Die Idee war ein Zahn, aber ich wollte es mir nicht mit Raffin verscherzen. Und ihr wolltet gerne euren Kopf behalten? Das auch. Nun, aber ihr seht, das Fell eines Eisbären, Vierungsbären, wie ihr ihn nennen möchtet. Sehr potent, was die Abwehr von eben jenem zugeordneten Element angeht. So, 1, 2, 3. Jetzt gibt es mir. Danke. Ich denke, ihr könnt sie aus dem Weg nach draußen noch mit rausnehmen. Wart ihr bereits auf dem Markt? In der Tat, ich habe eure Besorgungen. Ein Mengbilar, wie gewünscht. Und eine Auswahl an Donaria. Sulamine Schelz, der legt der Reihe nach einige Dinge auf den Tisch. Ein Beutel Haifischzähne, eine Tangelande. Von getrocknetem Ulchuchu habe ich Abstand genommen, denn es erschien mir wie keine gute Idee, denn nun ja, wenn man ihn mit dem Unwasser der Niederhöllen in Berührung bringt. Ich nehme an, das würde dazu führen, dass er sich wieder entfaltet? Oh, ihr habt vermutlich recht. Allerdings geben seine Ablenker einen ganz hervorragenden Tee ab. Blömmen sie dich zweifelnd an. Kleiner Dämonologenscherz. Nun, dann hätten wir hier noch den Haarschopf eines Ertrunkenen, Wasser aus einem vergifteten Brunnen und das hier ist irgendein Tiefseefisch. Oder sagen wir, seine Gräten. Faszinierend.
Außerdem einige Muscheln und Perlen und, da die Rede vom Schänder der Elemente war, einige Zahnrädchen. Ich habe leider sonst in dieser Richtung nichts Besseres bekommen, aber... Ich möchte meinen, dass ihr innerhalb weniger Stunden ein Sammelsurium an Denaria zusammengetragen hättet, das im Festland vermutlich mehrere Monate in Anspruch nehmen möchte. Andererseits, ja. Wir sind, wo wir sind, nicht wahr? Gebt mir eine Sekunde. Er beugt sich halb über. Es scheint ihm reichlich unangenehm zu sein, wie er da so mit dem Kopf quer neben seinem Brenner hängt und sehr genau die Höhe der Schale einstellt. So, dies kann ein... danke, Stundenglas stehen. Jetzt habe ich Zeit. Habt ihr den Dolch bekommen? Ja, hier. Hervorragend. Dann lasst es mich kurz abfühlen und dann... Im Übrigen, da ihr gerade von einem Stundenglas redetet, ihr habt wirklich einen schwarzen Humor, nicht wahr? Oder einen, sollte ich sagen, Galgenhumor? Nun, nennen wir es ein Mitbringsel der Zunft. Der Zahn der Zeit? Wirklich? Es ist meine inständige Hoffnung, dass es mich vielleicht meinem endgültigen Ziel, mir den Biss eben jenes vor der Hals zu schaffen, näher bringen könnte. Irgendetwas ist mit diesem Ding hier. Der Ventilo klopft mit dem Zeigefinger auf den Zahn der Zeit, irgendwie auf dem Fensterbrett liegt. Ich kann noch nicht den Finger darauf legen und ich werde garantiert nicht den Kapitän zu einer Analyse bemühen, aber ich hoffe ihn... ich will euch nicht mit Theorie langweilen, aber der Mordmagus und ich haben vielleicht den ein oder anderen langfristigen Plan, was das angeht. Etwas Glück fällt eine Möglichkeit der Altersumkehr dabei hinten runter. Meint ihr wirklich? Dort einen Moment lang sehr finster. Dreht sich dann wieder seinem Destillat zu, das er gerade eine Menge Belar füllt. Ich weiß es nicht, Zulamin. An manchen Tagen glaube ich mir, dass tatsächlich einfach das Maß an Schönheit und, sagen wir, Jugendkraft, das mir entzogen wurde, euch geschenkt wurde. Nun, dann müsste ich mich ja fast schuldig fühlen. Nun, hättet ihr in letzter Zeit einen Pakt abgeschlossen, müsstet ihr das. Aber wir wissen beide, dass es leider nicht so einfach ist. Nun, habe ich das nicht? Aus eurer Sicht? Verzeiht, ich hatte vergessen, dass ich bei euch die Terminologie nicht so rigide halten muss. Ich wünschte, ich könnte etwas für euch tun. Aber ihr wollt euch ja nicht helfen lassen. Eure Art der Hilfe, Zulamin, ist für jemanden wie ich keine Hilfe. Sie ist ein Fluch. Sie ist ein unheiliger Handel. Ich weiß, meine Hilfe würdet ihr vielleicht annehmen. Aber nicht die Hilfe meiner Herrin, nicht wahr? Vielleicht. Bezaubernswert ist die Zulamin, wenn der letzte aller Tage gekommen ist. Aber nicht vorher. Sagt viel eher und in die jüngere Zukunft gedacht. Was haltet ihr von dieser Reise? Ich weiß, dass es euch ein gewisses Maß an Bauchschmerzen bereiten muss. Nun, in gewisser Weise halte ich es für Torheit. Ich frage mich, ob es nicht einen anderen Weg geben müsste, an Bord dieser Arche zu gelangen, als direkt durch die Niederhöllen. Es ist, nun wie sagt man, ein wenig wie mit Kanonen auf Spatzen zu schießen? Außerdem gefällt es mir nicht, dass wir uns einer Fremden anvertrauen müssen. Denn davon scheint alles abzuhängen. Von dieser Hexe. Habt ihr allerdings einen wahren Kern getroffen. Wir verlassen uns darauf, dass Arachno von Sharina nicht nur die Fähigkeiten seiner Untergebenen wohl einschätzen kann, sondern auch uns nicht böse gewählt ist. Ein gewisses Wagnis. Andererseits, wenn ihr der Meinung seid, dass eine solche Maßnahme übertrieben ist, um sich ins Innere der Wurzelkaiserin hineinzukämpfen, empfehle ich euch noch einmal, die Berichte über die Verteidigungsfähigkeiten von Dämonenarchen zu lesen.
So wie ich verstehe, wurden bislang sämtliche Entermanöver entweder von innen heraus ausgeführt, indem man buchstäblich ein Loch an ihre Seite rammte, oder indem sie schlafend, lagernd, betäubt, wie auch immer ihr das nennen möchtet, aufgegriffen wurden. Ich gestehe, unser eigener Versuch war auch nicht besonders erfolgreich. Allerdings, die werte Adepta hatte einigen Erfolg mit irgendeiner Art Eiszauber. Nichtsdestotrotz müssten wir erst hinabtauchen und... Nun ja, ich verstehe, wieso Arachnor zu dieser Maßnahme greift. Hindernisse über Hindernisse. Nun, ich schlage vor, ihr vertraut euren eigenen Fähigkeiten und meinen darauf, uns schon sicher zu halten. Vor allem, wenn die Erdebücher eine Vision des Kapitans sich wieder erwarten als wahr herausstellt. Nun, hoffen wir das Beste. Ich vertraue auf meine Göttin. Ihr denkt, denke ich, werdet wohl auf eure Fähigkeiten vertrauen. Ist so wie immer. Oh, was das angeht, möchtet ihr mir wohl das Schmuckstück um euren Hals hier lassen? Ihr wisst schon, ein kleiner Rückversicherung, falls die Sache dort noch nicht schief geht. Sulamin sieht dich erst ein wenig zweifelnd an, nimmt dann aber die Kette mit dem kleinen galoppierenden Pferdeanhänger ab. Bitte, ich vertraue euch. Super Serpentilio dreht den eigentlichen Anhänger ein wenig in den Händen. Hat unser gemeinsamer Bekannter euch die geschenkt? Er sieht nämlich aus wie sein Stil. Ihr habt ein scharfes Auge, Mudaris. Lasst euch von mir nicht aufhalten und sagt dem Kapitän, ich komme, sobald dies hier nicht mehr in Gefahr läuft, überzukochen. Aber ja. Mira, komm Mädchen. Lass uns Angroschminia besuchen. Sie soll uns diese Steine in der Mitte teilen. Und bevor er noch die Möglichkeit hat, sich richtig zu verabschieden, eilt Serpentilio fluchend wieder zu seinem... Ich weiß nicht, wie man das Gerät nennt, aber da kocht was drin und er rührt um, weil es kurz davor war. Erlenmeyer-Kolben. Nee, eben nicht. Es ist ein offenes. Es ist keine Retorte, weil die ist ja flach, sondern... Ja, Erlenmeyer-Kolben mit einem Rückflusskühler, genau. Großer, brauner Schleim, der sich unten als Schlacke verbandet. Irgendwas riecht angebrannt und der Rückflusskühler sprudelt ein bisschen, als du dann die Tür schnell wieder zuziehst, Mira noch einmal nach draußen bringst und dann auf dem Gang stehst. Kannst das Fluchen von Serpentilio trotzdem noch hören und... bist froh, dass die Tür geschlossen ist. Hinter dir kannst du noch Rafim erkennen, der dort immer noch am Schneiden ist und Worte zu Kor und Raskor da murmelt, sich auf die Niederhöllen vorbereitet, die er schon einmal hinter sich gelassen hat und nun ein weiteres Mal neu geboren wird. Was auch immer dann mit dir in den Niederhöllen geschieht, aber Rafim haben sie verändert. Ulamin krault Mira kurz den breiten Schädel. Magst du bei ihm bleiben? Komm, geh zu ihm. Ja, ich würde Mira langsam mit der blutigen Hand übers Gesicht fahren und flüstern. Liebe nicht so sehr, dass du es nicht sterben sehen kannst, mein Mädchen. Liebe nicht so sehr. Ja, Zulamin, du hast kurz das Gefühl, als würden Rafims Augen rot aufleuchten und er betrachtet die Kehle von Mira. Und dann kannst du die beiden in ihrer innigen Zwietracht oder Harmonie alleine lassen. In deiner Hand die Steine, die du vom Markt bekommen hast, faustgroße Petrolsteine, die leicht fluoreszieren, phosphoreszieren in einem blauen heiligen Licht und eine angenehme Wärme abgeben. Ulamin streicht ein wenig bedauernd über einen der Steine. Naja, ist ja schon nicht so häufig, dass man so ein größeres Exemplar findet, aber geht dann zu Angroschminia. Ah, hallo Ulamin. Ich hoffe, ist alles zu eurer Zufriedenheit und Lachalkasch bessert dann oben alles weiter aus? Ja, alles wunderbar. Also wir sind auf alle Fälle schon fahrtüchtig. Der Mast wurde auch ausgebessert, da gab es ja wenig Schäden, aber da kann man auf alle Fälle wieder Druck auf die Segel bringen. Das ist gut, Angroschminia. Wir
werden heute Nacht vermutlich gegen die Wurzelkaiserin vorgehen. Es könnte sein, dass wir danach eher überstürzt aufbrechen müssen. Ja, also von meiner Seite aus alles okay. Soll ich mitkommen oder wollt ihr das alleine machen? Nein, ich glaube nicht, dass ich euch das zumuten möchte. Aber ich habe hier diese Gwen-Petrylsteine. Jeder von uns sollte einen haben, denke ich. Wenn wir durch das Reich der tiefen Tochter gehen, könntet ihr sie vielleicht einmal in der Mitte spalten? Ich weiß, es ist, naja, eigentlich eine Schande. Lass das nicht die Effertkirche hören. Die würden euch die sowieso wegnehmen, aber ja, schon brüchig, aber das kriege ich hin. Gleich groß? Ja, für jeden einen. Also 6. Genau. Ja, okay, krieg ich hin. Leg sie am besten dahin, ich mache mich dann gleich dran und dann schaue ich mal, in welchem Winkel ich breche. Danke. Ich bin froh, sie in den Händen einer Geweihten zu wissen. Ja, aber wie gesagt, wenn das die Effertkirche hört, dass jetzt eine Angrosch oder meinetwegen auch Ingrim-Geweihte ihre Steine kaputt bricht, gerade wenn sie doch faust groß sind. Ah, aber naja, ich glaube, Haswurf hat auch kein Problem mit der, ist ja auch pragmatisch. Und gerade wenn die dann hören, dass hier in die Niederhöllen geht. Ja. Ich hab mich immer gefragt, warum gerade Effert so ein Interesse an diesen Steinen hat. Angeblich sind es die Trümmer Alvarans. Aber ja, in diesem Krieg kämpften viele Götter. Warum gerade Effert? Nun, es gibt viele Steine. Und seine leuchten eben blau. Also, warum kommen sie nicht aus seiner Zitadelle oder aus seinem Gebäude? Ich war nicht in Alvaran, ich kann dir das nicht sagen, aber ich meine, wir haben ja auch Bernstein, das ist ja im Prinzip das Gleiche, nur dass es dann eben golden leuchtet und deswegen gehört das Praios. Vielleicht hat das eben auch, also es ist nicht so, dass sie golden geleuchtet haben und deswegen hat sie sich Praios genommen, sondern andersrum. Die Steine sind dann eben durch Praios beeinflusst und deswegen leuchten sie golden, also genau andersrum. Und, naja, weil die Steine gebrochen sind aus Effards Reich, sind sie eben blau. Verstehst du? Ich weiß nicht, vielleicht erzählt man sich die Geschichte bei euch anders. Aber ich habe sie als Kind so gehört, dass einst die Sumu-Kinder gegen die Loskinder Krieg führten. Wisst ihr, die Götter, die als Kinder Los gelten, saßen droben in Alvaran. Und die Sumu-Kinder wollten sich ebenfalls einen Platz dort erobern. Und nun ja, bei diesem Angriff ging ein Teil der Mauern zu Bruch und das sind diese Steine. Ja, von Los habe ich tatsächlich noch nicht so viel Gutes gehört. Also jetzt unabhängig davon, dass Boltax ihn immer wieder mal nennt, wenn es dann um Sumu geht, aber unabhängig davon, man hat ja auch nie wirklich herausgefunden, was mit Los passiert ist, oder? Nun, ich weiß nicht. Am Ende des Tages ist es wahrscheinlich eher eine Geschichte als etwas, was wirklich passiert ist, die eine höhere Wahrheit symbolisiert. Ja, genau das. Man muss sich eben begreifbar machen und projiziert dann eben so etwas wie Menschen oder Zwerge nach Alvaran, aber das stimmt ja nicht. Vor allem auch so etwas wie Gleichzeitigkeit existiert da oben ja auch nicht, wenn es keine Zeit gibt. Also, nur weil es heißt, dass Sumu geblutet hat und dann die anderen Kinder erzeugte, also Praios und Angrosch oder Ingrim und wie sie alle heißen, heißt das ja nicht, dass die nicht vorher schon existiert haben. Also, ihre Konzepte haben ja schon immer existiert. Ja, ich denke auch. Und so wird es wohl auch mit Los sein. Das Prinzip Los ist sicherlich überall. Exakt das. Das Prinzip von Los. Von seinem Verrat und der Niedertracht, mit der er seine Geliebte umbrachte, als er nach Macht hungerte. Ich frage mich, welchen der Götter oder Erzdämonen dieses Prinzip zugeordnet wäre. Aber wir wollen darüber nicht sprechen, das sind schlechte Gedanken. Macht euch eure eigenen Gedanken.
Es ist immer wieder frappierend, wie sehr selbst unsere Glaubensvorstellungen auseinandergehen. Also, ich meine jetzt nicht die von euch Zwergen und uns Menschen, sondern von all jenen, die auf einer Seite streiten gegen die Heptarchien und andere Feinde. Und trotzdem sehen auch wir die Welt alle wieder ganz anders. Ich glaube, dass wenn man Dinge zu Ende denkt, kommt man zu Schlüssen, die man sich am Ende vielleicht gar nicht ziehen möchte. Und das sind gefährliche Gedanken, wie ich eben bereits angedeutet habe. Wir wandeln auf unsicheren Pfaden und wir versuchen, alles mit Bildern auszudrücken, damit wir es besser begreifbar bekommen, aber ob das am Ende tatsächlich dann so ist? Ich versuche zu verstehen, denn ich bin neugierig. Aber am Ende ist Verstehen zweitrangig. Ich weiß, was ich weiß. Ich weiß, dass ich Raja liebe. Mehr, als ich je irgendetwas sonst geliebt habe. Und das ist mein Leitfaden in der Dunkelheit. Und wir können davon ausgehen, dass Raja dich nicht betrügen wird. Dass sie sich um dich kümmert und dir und den anderen viel Gutes möchte. Und das ist die Hauptsache. Selbst wenn sie andere Ziele hat, die sie nicht offenbart oder die für uns Sterbliche nicht zu verstehen sind, dann spielt das erst einmal keine Rolle, weil, naja, das, was wir von ihr wissen, sind gute Aspekte. Ich fürchte nicht, dass sie mich betrügen könnte. Ich fürchte, dass ich sie betrügen könnte. Denn ich bin ein Mensch und Menschen sind schwach. Fehlbar, ja, du hast recht. Und ein jeder Geweihter wird in Versuchung gebracht. Mindestens einmal. Aber wenn du wüsstest, wie oft ich schon gewankt habe. Ich meine, ich habe meine Baronie verloren. Darum ist es nicht schade. Aber wenn du siehst, wie eine gewaltige schwebende Festung über einer Stadt schwebt und Feuer ausspuckt, nach unten regnen lässt und wahrlich die Niederhöllen auf Leere ausbrechen, dann kommt man tatsächlich ins Wanken. Aber wir haben es geschafft. Ja, da beginnt man zu zweifeln, dass es wirklich noch etwas Gutes gibt in der Welt. Aber heute ist kein Tag des Zweifels. Ich wollte es gerade sagen. Wir haben das damals geschafft und auch wenn es jetzt schlimm aussieht mit dem, was Paligan tut, dort oben im Norden, wohin auch immer er jetzt unterwegs ist, aber das, was Galotta einst tat oder das, was Rassasor vorhatte, auch das haben wir aufgehalten. Und ja, es ist schlimm und ja, der Kampf fordert Opfer. Wir haben damals viele Opfer hinter uns gelassen. Aber wir müssen einfach dieses Opfer bringen. Ich bin froh, dass wir endlich wieder etwas tun können. Wie schwer es auch sein mag. Ja, naja. Bestell Bortag schöne Grüße von mir. Ich mache mich jetzt mal an die Gwen Petrels und dann gehst du erstmal zu den Kapitänen und ihr macht dann wieder eure Mannschaftsbesprechung und sowas. Alles klar. Ich lege euch die Steine dann hin oder schicke einen Jungen oder sowas und dann bekommt ihr die. Viel Erfolg in die Niederhöllen. Danke. Tschüss. Und Zulamin verlässt die Werkstatt mit einem kleinen Lächeln auf dem Gesicht und geht in Richtung Kapitänskajüte. Ja, ich würde Spentilio auf dem Weg nur abfangen. Sag mal, habt ihr noch einen Heiltrank für mich? Rafim, ich könnte euch einen aus Ganesidianas Bestand anbieten. Kann allerdings nicht für seine Effektivität garantieren. Er wird vollkommen ausreichend sein. Ja, einen Moment noch. Haltet das hier kurz, ja? Und das hier. Und das hier. So, dann wuselt er nochmal kurz in sein Labor zurück. Du kannst ihn kurz das Wühlen hören, wie Glas an Glas klimpert. Ein Metallgegenstand irgendwie klappernd zu Boden fällt. Ah, hier. Ihr werdet. Und dann tauscht er irgendwie etwas umständlich wieder deinen Arm voll Zeug mit der einen Flasche, die er gerade geholt hat. Hier. Ihr solltet es vermutlich mit etwas Wasser trinken. Ja, ein ausgezeichneter Vorschlag. Ein ausgezeichneter Vorschlag. Mit diesen Worten würde ich die Flasche öffnen und auf einen Schluck trinken. Ja, Sealtrank 3W6 plus 6. Ja, ein ausgezeichneter Vorschlag.
Aber los, wir lassen den Kapitän warten. Oh ja, oh ja. Quengelig. Ihr habt natürlich recht. Ich war gerade auf dem Weg. Und dann geht's los. Na, Kapitän, sind wir soweit? Habt ihr euch besprochen? Habt ihr meditiert? Habt ihr gelesen? Oder habt ihr was Sinnvolles gemacht? Nun, ich habe mein Testament verfasst. Habt ihr so etwas auch schon getan? Ich hab ja nix. Nun ja. Was ist wohl wahr, aber eure Habseligkeiten, die ihr am Leib tragt, besitzt ihr doch. Und ihr wollt doch nicht, dass irgendein Strauch dieser wunderbare Klinge hält, oder? Diese Klinge wird vermutlich in den Niederhöllen bleiben, wenn wir nicht zurückkehren. Das ist wohl wahr. Nun, wo wir gerade von eurem Vermächtnis sprechen. Erbe ich denn was? Von mir? Ja. Nein. Oh. Nee, ich muss an meine Familie denken, ihr versteht? Ja, aber ich habe euch doch gerade gesagt, dass ich auch nichts habe, also. Naja, aber gut. Aber was ist mit dem Schicksal von Mira? Oder wollt ihr sie auch mitnehmen? Naja, Mira wird ja wohl an meine Seite sterben. Was wollt ihr ihr unterstellen? Dann habt ihr wirklich nichts. Das tut mir leid für euch. Doch, nichts, was mich belastet. Nun ja, so oder so. Ja. Ihr solltet euch trotzdem bei Zeiten um ein angemessenes Testament kümmern. Ja, natürlich, Kapitän. Nun, ich besitze nicht viel und ich gehe davon aus, dass die Maharani Shahi Yanka einer anderen geben wird, wenn ich falle. Naja, das könntet ihr mir doch vererben. Ich will bestimmt. Verzeiht.